Hallo Leute, herzlich willkommen auf TKR Stardew Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde FIFA 23. Und ja, ihr seht auch schon, ich bin jetzt wieder bei K-Gent. Ich habe ein bisschen Offscreen weitergespielt. Ups. Und ja, ich bin jetzt wieder nach Gent gewechselt. Allerdings wechsle ich bald, wie man hier sehen kann. Wartet. Da muss ich mal kurz auf Teamzentrale, weil da steht das. Bei Beginn der Transferperiode Wechsel zu State Venice. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dort werde ich hinwechseln. Neuer Verein. Und ja, ich würde sagen, guck mal kurz, ob wir hier irgendwie. Nee, haben wir nicht. Gut, wir sind auf jeden Fall noch Auswechselspieler, sollten aber nach diesem Spiel auf jeden Fall nicht mehr Auswechselspieler sein. So. Okay. Gent muss gegen Vare Kamara. Okay. Keine Welten, würde ich sagen. Keine News. Dann können wir doch mal weiter. Partie spielen. Ey. Ich hab gesagt, Partie spielen und nicht Tabelle. So, Partie spielen. Let's go. So, ich werde ausgewechselt. In welcher Minute? 60. Okay. Ich sollte auf jeden Fall jetzt noch Tore schießen. Das wäre optional, tatsächlich. Ja. Warten wir mal, bis es gelungen hat. Ah. So, jetzt kommt es hier zu einem Wechsel. Ja. Kommt hier mal Mann rein. Jetzt ist er vorbei. Aber sie stören früh, da ist der Ball. Zieht einfach mal ab. Junge, keine Schwierigkeit anstatt hier, er zu mir problemlos schießt. Gehalten. Ja. Nehmen doch den Ball und lauf nicht nur hinterher. Er holt sich den Ball. Gut durchgesetzt, gefährlich. Aktion geht weiter. Bam. Tor. Und jetzt gehen sie hier wohl dem Sieger entgegen. Führung jetzt also 3 Tore. Gleich nochmal die Entstehung dieses okay, Tors. So, zunächst die Flanke. Da ist er einfach gedankenschneller als die Flanke war echt geil. In der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Der Angriff könnte was werden. Der Ball ist drin und damit wird es noch deutlicher. 4 Tore Führung, also das Ding ist durch. Einfach 4 Tore aber gemacht. Aber der Druck am Ende einfach zu groß. Sie haben permanent gedrängt und am Ende clever zugeschlagen. Da sehen wir es nochmal. 4:0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Gutes Tackling. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ey, warum ist der Zaun weg? Die Schiedsrichterin entscheidet hier auf Vorteil. Und das ist auch korrekt. Ah. Aber dann wird die Szene doch abgepfiffen, geht mit Freistoß weiter. Warum muss ich denn hier nicht freistoßen? Es gibt einen Wechsel. Die Rufe der Fans, die ahnen hier eine gute Chance. Na, den kann er blocken, sah gefährlich aus. War eigentlich ganz geil, aber er blockt. Da haben sie jetzt den Ball. Bruno. Oder? Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Was ist das denn für ein Spieler, Junge? Er schießt einfach. Also. Stück vorbei. Junge. Das ist ja voll banal. Da trennt er ihn vom Ball. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Jetzt müssen sie aufpassen. Dani Ramirez. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Mhm. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Einfach 5 Tore jetzt.
Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht 5:0. Ey, warum ist denn der Zaun immer? Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Kurz vor dem Schlusspfiff haben wir hier eine deutliche Führung für die Gastgeber. Die machen das. Kurz eingehakt. Jetzt wird es vielleicht gefährlich. So, wieder ein Tor. Langsam wird es voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. 6 Tore. Man merkt, wir sind wieder bei Gent. Da flattern die Tore wieder ins Tor. 6-0. Einbahnstraßenfußball. Wenn ihr die früheren Videos gesehen habt, da habe ich auch schon immer tatsächlich Tore gesehen. Dani Ramirez. Er passt gut auf und hat den Ball. Das war kein Foul. Das muss Freistoß geben. Klare Entscheidung der Schiedsrichterin. Jetzt da hinten der Keeper mit dem Ball. Sie haben geklärt. Bam, 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 bam. Das sah natürlich gefährlich aus. Ich glaube, da kann man durchaus eine Karte geben. Ja, geben die bei mir einen gesehen. Na doch. Er kann sich durchsetzen. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Muss man mindestens auf 10 kommen. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Er geht dazwischen. Muss mindestens ein Tor schießen jetzt hier noch. Jetzt könnte der Pass kommen. Gut durchgesetzt, gefährlich. Ach Junge, du sollst mir doch den Ball geben und nicht dem. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Junge, er schießt nicht. Also manchmal checkt man dieses Spiel einfach nur behindert. Klasse ausgetrickst. Was für ausgetrickst? Der läuft einfach nur mit dem Ball nach vorne. Den Ball entschärft er ganz locker. Saad. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Die Chance. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Ja, das haben sie geahnt. Ich bin die 10. Ah, doch, auf die 10. Die Szene ist noch nicht vorbei und dann schaffen sie doch das Tor. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu. Aber er ist so behindert. Eiskalt vor dem Tor. So, komm jetzt her. Schießt du mir. Und er gewinnt den Zweikampf. Ach komm. Schusspfiff und damit steht es nun fest. Die Gastgeber gewinnen dieses Derby. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Ja, dann einmal deinen Mund. Man kann ja auch ausschalten. Ich glaube, ich schalte den irgendwann auf jeden Fall aus, Junge. Also dieser Kommentator ist ja wirklich einfach nur zum Heulen, ne? Ja, ich bin nicht mehr Auswechselspieler. Geil. Ich bin kein Auswechselspieler mehr. So. Batz. Oh, Aktivität. Dürftige Trainerleistung. Wenn ich mit dem Boss alle Spieler stehen hinter dem müssen. Nö, der Boss ist scheiße. So. Klopfe dir selbst natürlich. Ich selber war das, Junge. So, wir können jetzt mal auf Investitionen gehen. Und mal ein bisschen hier so nach etwas teurem sehen. Was? 625.000. Okay, so teuer aber auch nicht. Ja, hier gibt es nur das. Machen wir mal das. Und dann die anderen beiden hier wieder. So. Okay, let's go. Haben wir hier irgendwas im Shop? Boah, 150.000, Alter. Okay, einer reicht.
Ich habe eh kein Geld mehr. Perfekt. Gut. Ich würde sagen, ein Spiel machen wir jetzt sogar noch. Ich habe Bock, noch ein Spiel zu spielen. Jetzt sag mal nicht, ich werde wieder Auswechselspieler. Also, das ist ja ganz bitter jetzt. Ah, nee, doch nicht. Okay. Training, ja. Okay, let's go. Ah, ich mache doch kein Spiel mehr. So. Du bist Spieler des Monats. Oha. Da kommt noch einiges. Ja, dort stimmt. So. Perfekt. Irgendwas wollte ich jetzt. Ach ja, genau. Spielerentwicklung. Da muss ich einmal reingehen. Mittlerweile eine 76. Junge. So, die Punkte hier wieder ausgeben. So. Bam. Und bam. Perfekt. Jetzt fehlen mir nur noch 5. Und dann habe ich auch bei Tripling alles. Warte, das ist jetzt für bei. Das ist auch alles hier für Dribbling und so. Beweglichkeit ist bei mir aber ganz schlecht am Start. Ah, hier. Das hier ist Beweglichkeit. Am Ende hat man dann irgendwie plus 11 anscheinend. Okay, passen, schießen, Tempo und Torwartspiel. Also, warte, was? Schießen? Wäre auch mal geil, tatsächlich so Torwart zu sein. Aber mal gucken. So. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Like, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein und euer Sando. Ciao, ciao.